Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Ich bin ein Idiot und habe vergessen, ein Intro zu drehen quasi. Also ich habe vergessen, euch Hallo zu sagen auf gut Deutsch. Naja, hallo. Hey, viel Spaß bei dem Video. So Leute, ich bin auf dem Weg zurück. Ich war gerade bei Paul und ich habe noch seinen WLAN gefixt. Beziehungsweise mein Kollege Eugen hat mir dabei geholfen. Ich weiß nicht, wer sich da so auskennt, vielleicht auch langweilig für euch, aber bei Fritzbox gibt es das Mesh-System. Das heißt, man hat einen Master und die ganzen anderen Fritzboxen sind quasi sogenannte Repeater. Wenn man ein großes Grundstück hat, macht es sogar Sinn, das damit einzustellen, weil man dann halt immer automatisch nicht mit dem, der noch verbunden ist, verbindet, sondern dass man verbindet mit dem, wo man die beste Verbindung hat. Das ist ziemlich cool. Also auch wenn man in der Range von dem, sag ich jetzt mal, von dem weiter weg ist, dann bleibt man ja verbunden. Aber durch das Mesh-System wird halt dann gecheckt, welche Verbindung für dich am besten wäre. Und dann switcht die Verbindung halt auf den anderen Router. Und damit hat man halt immer die beste Verbindung. Ziemlich geil. Aber das mit dem WLAN-Problem bei Paul hatte ihr ja beim letzten Mal schon gesehen. Das ist halt voll nervig gewesen, deswegen haben wir das gefixt hier eben. Ja, eben ist gut, wir haben jetzt schon 16 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Halle, weil wie gesagt, der Tim kommt jetzt gleich auch und dann gucken wir uns, denke mal, den Golf an. Wenn nicht, werde ich erstmal beim Fünfer weiter gucken, ein bisschen was abmachen rundherum, aber werdet ihr dann sehen, wenn ich da bin. So, ich bin in der Halle angekommen, ist mit dem Auto reingefahren, weil mein scheiß Endschalldämpfer ja wieder rüber gerutscht ist. Könnt ihr hier mal angucken hier. Ja, so sollte er eigentlich sitzen. Das ist eigentlich diese Scheißschelle da unten. Muss ich das nochmal nachgucken. Wenn nicht, mache ich einen Schweißpunkt draus. Mir auch egal, dass das Ding jetzt nicht mehr darüber rutscht. Wo waren wir denn? Ich war jetzt einen Tag nicht hier. Oh, hier hat Öl oder Wasser getropft. Ich glaube, es ist Öl leider. Dann muss ich gleich sauber machen. Motor ist soweit quasi, glaube ich, also zumindest die Kabelbaum ist los. Das ist schon mal sehr gut. Also ich meine, da so weit habt ihr ja mitgekriegt, das haben wir kaputt gemacht. Das abgebrochene Verkleidung für vorne. Ich weiß aber nicht, wo ich die kaputten Teile hingelegt habe. Ich glaube hier. Hier müssen wir auch nochmal durchgucken. Aber das kann dann alles weg. Brauchen wir nicht mehr. Wollen wir nicht mehr. Ich habe gerade übrigens gesehen, die Hero 8 ist rausgekommen. Mal überlegen. GoPro Hero 8. Was meint ihr? Könnt ihr in die Kommentare hauen. Aber bis ihr das seht, habe ich sie entweder schon vorbestellt, gekauft keine Ahnung. Also so eine Hero 8 wäre schon geil, ne? Ich meine, ich bin super zufrieden gerade mit der hier. Kein Spaß, also sie läuft super. Ich habe zwar zwischendurch mal so den einen oder anderen Fehler, dass halt entweder das Hypersmooth nicht funktioniert. Das merkt ihr daran, wenn das halt wirklich dann so richtig shaky ist alles. Obwohl ich die relativ gerade halte. Und oder dieses komische, was man an einem Video mal am Anfang gewesen ist, wo dann halt das so weggeflogen ist quasi. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Ich hoffe, dass das bis jetzt nicht mehr passiert ist. Ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt mal um, weil ich habe mal gute Klamotten an. Und wollte mich jetzt nicht hier versauen. Ich habe mich extra Arbeitsklamotten mitgebracht. Tim müsste jetzt auch gleich kommen. Und wenn alles klappt, gucken wir uns den Golf an. Wenn alles klappt. Ach, und ein Fanpaket habe ich auch noch. Stimmt, dann mache ich das jetzt eben. Mal ein Fernpaket-Video machen. Ja, dann gibt es jetzt ein Fernpaket-Video. Also für die anderen. Also das nächste Video. Oder kommt das davor? Ich mache es einfach davor. Mach mal davor ein Fernpaket-Video. Und dann darf ich es auch in dem Video hier zeigen. Ach, das ist so klug von mir, ne? So, und ich habe natürlich auch wieder was Neues für euch. Und zwar habe ich mir das Cooles gekauft. Und zwar das hier. LED H7 Burn. Ich habe in den letzten Videos habe ich ja Mara, die Freundin von Thomas, habe ich meine H7 Birne gegeben, weil die da weggefahren ist. Und jetzt habe ich noch eine ganze und mein Fernlicht die ganze Zeit meckert von wegen, hier kaputt und so. Ne? Ja, dann habe ich mir mal die bestellt. Ich habe zwar noch normale hier, aber ich habe gedacht, warum, ich habe sowieso komplett Xenon. Und warum soll ich denn nicht dann schön auf LED umbauen? Zumindestens für das Fernlicht. Und keine Angst,
Fernlicht darf sogar blenden tatsächlich, weil, also blenden ist relativ, ihr wisst, was ich damit meine. Wenn man Fernlicht anhat, blendet man so oder so, egal mit welcher Birne. Oh, ich muss mich verbessern. Leuchtmittel. Beim E39 ist es eigentlich ziemlich easy, Fernlicht zu wechseln. Hier, Stecker. Heiß. Ha, sehr heiß. So. Ab. Und dann einfach nur hier rüberdrehen und rausholen. Das war's. Wie gesagt, hier ist jetzt die Kapotte drin. Ich habe die einfach nur reingetan, damit die nicht rumfliegt. So macht das Ganze auch Sinn. Guck mal hier. Die haben hier eine kleine Nase. Und das hat der hier nicht mehr, deswegen habe ich es nicht gesehen. Und sonst passen die auch gar nicht andersrum. Ha, das war der Trick. Deshalb glaube ich, haben wir eh hier so ein bisschen kaputt. Müssen wir mal einen neuen besorgen. Ist hier auch schon gebrochen. Ja, stimmt, da fehlt auch noch eine normale Halterung. Stimmt. Aber vielleicht war ich das sogar beim letzten Mal. Na gut, das ist altes Plastik, ne? Darf ich nichts erwarten. Das sieht doch mal ganz in Ordnung aus. Wer jetzt meckern, weil Maxine nicht so blau ist, keine Angst, das wird auch geändert noch. Aber dazu machen wir ein extra Video, weil ich dann vergleiche, das sind eBay Xenon-Brenner. Ich glaube 12.000 Kelvin. Und ich habe jetzt die von Osram, die Nightbreaker, Xenarix Nightbreaker Laser. Die, oder noch irgendwas, ich glaube, die sind die stärksten Xenon, die man von Osram bekommen kann. Ja, die habe ich ja gekauft. Und die habe ich schon was länger liegen, aber die müssen wir auf alle Fälle mal reinmachen. Aber ich würde sagen, da machen wir ein extra Video drüber, weil ich die schon gerne schon vergleichen wollen würde und auch dann vielleicht in die Halle fahre mit dem Auto. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eben einen Endschalldämpfer machen soll. Das regt mich schon sehr dermaßen auf mit dem Endschalldämpfer, ne? Aber ich habe eigentlich auch keine Lust. Das sind zwei Punkte, die scheiße sind, ne? Da müssen wir aber eigentlich machen. Da muss ich Verlängerungskabel rauslegen, weil wenn wir da so einen Punkt drauf schweißen müssen. Gucken wir mal, wo wir das Schweißgerät und alles haben. Also, Gasflasche steht da, das ist schon mal gut. Schweißgerät steht da hinten. Naja, die Ecke sieht auch noch nicht schön aus hier. Aber alles auf einmal geht nicht. Alles auf einmal geht nicht. Eins nach dem anderen. Ja. Und langsam kommt der Winter ja näher. Das bedeutet, eigentlich muss der Wagen fertig. Für den Winter. Eigentlich. Im schlimmsten Fall, wir haben ja noch das Budget von unseren neuen Projekten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das sind, aber ich glaube 600-700 Euro sind das ja schon. Müssen wir mal gucken. Oh, ich habe ein Cuttermesser gefunden. Ja gut, komm, ich packe mir eben alles raus und dann mache ich das mal eben. Wird langsam kalt hier. Ich bin schon fast einen Pulli anziehen fast. Oh, ich habe ja tatsächlich sogar einen Pulli hier. Na, geil. Ja. Ich sträub mich gerade noch so ein bisschen, ne? Aber egal, muss trotzdem gemacht werden. Alles für einen Schweißpunkt. Mann. Und Batterie muss ich auch mal. Und Auto hat gerade die Alarmanlage quasi losgelassen, weil ich ihn angehoben habe und er abgeschlossen war. Muss ich gar nicht. Batterie habe ich abgeklemmt übrigens, ne? Vom Schweißen. Ist ja Bescheid. Batterie abmachen. Ich meine, sicher. Das haben wir dran, das habe ich dran. Gas ist dran. Gerade das Manometer und die Gasflasche wieder reingemacht. Masse jetzt noch eben dran und dann mal gucken, ob wir den richtig ausgerichtet bekommen. Ich kann Ihnen mal zeigen, was das Problem ist. Und zwar ist es diese Stelle hier. Guck mal. Da. Man kann die halt einfach bewegen. Und ich muss jetzt quasi hier in die Ecke irgendwo einen Punkt machen, dass er sich nicht mehr nach links rüber schieben kann. Vielleicht stecke ich auch was hier drunter, dass man den wirklich mal ein bisschen weiter nach rechts machen kann. Ah, oh Mann. Keine Angst, das ist alles nur hier Dichtmasszeug. Da ist nichts dran. Ja, hier hat ein bisschen schon angefangen zu rosten, aber naja. Muss ich früher oder später dann eh mal neu machen. Aber nicht jetzt. Das hier habe ich übrigens ja neu gemacht, ne? Falls ihr euch noch erinnern könnt. Alles zugemacht hier mit Dichtmasse. Beziehungsweise halt mit auch Unterbodenschutz komplett neu gemacht hier. Die Seite ist schon neu. Jetzt folgt der Rest.
Ja, aber das hier, das ärgert mich halt, weil das halt immer weiter die Schürze hier verbrennt. Ihr seht, mein Endshot, der war schon hier so kitschen. Und auch hier, der rappelt in so einer Ecke. Ich habe das damals schon eingeschnitten, aber das ist halt so nervig. Ja, deswegen, das muss unbedingt gemacht werden. Ja, ich gucke, ob ich das eben mal festpunkten kann. Aber eigentlich müsste das ja so reichen. Ich habe den Endshot jetzt auf der einen Seite eingeklemmt. Das schon gereicht haben. Jetzt muss der Leben mal noch ein. Da brauche ich aber nicht von hier. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ob der sich noch bewegen lässt? Ja, hat nicht gehalten. Okay, noch eine Runde. Naja, ich wackel jetzt mal nicht mehr dran und hoffe, dass es hält. Ich habe so das Gefühl, dass ich einfach nicht genug reinbrenne. Dass er einfach nur auflegt. Ich meine, die Schweißer unter euch wissen das. Weißt du, was ich meine? Das muss, ich muss immer ohne Helm gucken. Das treffe ich nicht. Klang schon fast ein bisschen besser. Ja, das ist auf alle Fälle festgebraten. Ich nenne es mal jetzt nicht Schweißen, ja? Also den einen haben wir auf alle Fälle fest. Ich lasse es so. Ich ziehe das jetzt noch mal ein bisschen fest mit der Ratsche. Ja, ich sehe schon, das schneidet da. Scheiße. Das muss jetzt reichen. Nein, nee, die schneidet hier. Nicht, dass sie abreißt. Eigentlich habe ich sogar eine richtig gute Schelle dafür gekauft hier, ne? Naja. Gut, ich zeige euch mal einen Punkt. Da. Ach, scheiße, kann ich am Display tippen mit Handschuhen. So. Super schöner Punkt. Der untere, wie ihr seht, der ist auf alle Fälle schön. Hat der gebraten. So. Der obere, die oberen eigentlich auch. Vorher die beiden ersten, die nicht. Aber der ist schön. Der ist gut. Ist gar nicht so warm. Hier ist ein bisschen warm. Naja, ich hoffe, das hält erstmal. Er darf sich halt nur nicht bewegen. Der ist dicht und alles. Alles kein Problem. Aber der bewegt sich halt. Und das ärgert mich immer. Ich habe mir schon bestimmt 5-mal festgemacht. Und immer wieder die Schelle verrutscht und so weiter. Ich muss das vielleicht mal neu machen, weil ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, von hier seht ihr euch das Gummi an, Mann. Also guckt euch das Gummi da mal an. Das sitzt halt auch nicht ganz perfekt. Der Endschalter ist theoretisch ein Stück zu weit nach außen. Wenn ihr mal von außen guckt. Der ist halt wirklich nicht weiter draußen, der ist halt eigentlich fast ist perfekt, meiner Meinung nach. Boah, das ist ja wirklich perfekt in der Mitte, ne? Wenn das hält, links und rechts. Wenn das jetzt wirklich hält, dann schleife ich das die Tage mal hier weg, an der Seite das. So, dass das halt wieder schön aussieht. Schade, ey, vielleicht kriege ich so eine schöne Rundung wieder hin. Auch hier mit der Kante und dann einmal Enschedämpfer schön schleifen und polieren, ne? Damit das wieder ordentlich aussieht. Ich habe einen Hick auf. Na, ich räume jetzt mal auf hier. Scheiße hier. Toll, jetzt habe ich schon wieder so eine GoPro. Linsending da auf dem Gewissen. Vielleicht klebe ich da einfach ein Stück Tier drüber. Müsste eigentlich weit genug von mir weg sein. Ach du? Das war wirklich nur das Glas, wenn es weiterbricht. Ja, das ist gut.
Ich hoffe, dass ihr das nicht seht. Werde ich ja im Video sehen. Wenn nicht, haben wir halt eins mit einem Klebestreifen im Bild. Aber ich glaube nicht, die Linse ist viel zu weit weg. Das sollte gehen. Hoffe ich doch. Geil. Tim müsste jetzt gleich hier sein. Ich werde jetzt aber mein Auto schon gleich raussetzen, damit es halt nicht zu laut ist, wenn wir nachher fahren. Weil ich denke mal, dass wir auf alle Fälle noch Stündchen, zwei, drei hier bleiben werden. Deswegen, ja, ich stehe mal eben kurz raus. Und dann werden wir auch loslegen. So, jetzt noch mal. Tim ist da. Guten Tag. Ich habe ein bisschen Husten. Oh, ein bisschen Hüsterchen. Kratzt hier so ein bisschen. Ich habe keine Wick-Bonbons mehr gehabt. Oh, ich habe welche. Willst du welche haben? Ja, gleich. Okay. Ich habe wirklich welche im Auto. Ne, wir haben gerade mal, also Tim hat gerade hier so hin und her. Ne? Ich hab Rumrum gemacht. Ja. Ne? Und wir haben vielleicht sogar noch eine andere Vermutung, was das sein könnte. Ja, das hört sich irgendwie nicht so an, als wenn es mit Triebwerk wäre. Das hört sich irgendwie so an, als wenn es vielleicht sogar irgendwas außen ist. Dass die Antriebswelle auf einmal. Also, sobald die Kupplung Verbindung hat, fängt das an. Ja, das ist aber ein anderes. Das hört sich für mich wie ein anderes Rappeln an. Einmal das Rappeln und jetzt gerade das Rollen. Es hört sich fast für mich so an, als wenn du irgendwas auf die Antriebswelle drauflegst und das drüber schleift. Oder so. Ja, genau. Ja, das ist halt total. Ich glaube, das ist Getriebe, aber. Gut, werden wir sehen. Ja. Haben wir auch mit Mutmaßungen. Ja, im schlimmsten Fall müssen wir ein neues Getriebe holen. Ja, genau. Fahrst du Schrottplatz nach Holland, wo ich meins damals gekauft habe. Das ist das gleiche Getriebe. Ja, das könnten wir theoretisch machen. Aber ich sehe nicht 200 Euro dafür zahlen. Ja, das. Oder du reparierst es, je nachdem, was es ist. Oh, könnte das günstiger sein. Könnte man machen. Ganz Getriebe auseinandernehmen. Egal, wir werden es erstmal hochheben und gucken wir mal, ja? Ja doch. Aber doch. Also, wir haben gerade das Motorlager abgeschraubt und da kam uns schon ein schöner Schluck Öl entgegen. Sah nach Getriebeöl aus. Wenn man sich das hier unten drunter anschaut, das schaut alles nach Getriebeöl aus. Ja. So, jetzt ist meine Vermutung, weil das Getriebe von diesen Modellen ist immer wieder scheiße gelaufen, dass da innen drin das Differential an das Getriebegehäuse angenietet ist und dass da eine Niete flöten geht. Das, was du damals hattest bei deinem A3. Genau, bei mir ist auf der Autobahn hat sich das quasi so angehört, wie als wenn du aufsetzt, so krabam, und dann ist er einfach weitergefahren. So, und was passiert ist, dass diese Niete sich gelöst hat im Getriebe vom Differential und dann ist die da irgendwo dazwischen gekommen und dann hat die Getriebeglocke ist ja so geformt. Ja, ja. So, also so. Ja, so, und innen drin in der Getriebeglocke hast du halt so eine Stelle, wo halt die eine der beiden Wellen, ich glaube, das ist die Getriebeeingangswelle, nee, Getriebeausgangswelle, Entschuldigung, wo die innen drin gelagert ist. Ja. Ne, das Gegenstück. Genau. Was ja dann auf der anderen Seite. Hast einen Schaft, der muss an einer Seite und an der anderen Seite. Ja, genau, ja, so, logisch. Und da ist auf der Innenseite vom Getriebegehäuse, von der Glocke, siehst du halt ganz deutlich so einen Kreis, wo der Guss halt so ein bisschen so Kante macht, dass du siehst, da ist es auf der Innenseite. Okay, ja. So, und da ist bei mir, was da passiert ist, ist genau dazwischen gekommen und dieser Deckel, sag ich mal, der ja eigentlich kein Deckel ist, sondern eine Fuß zu ist, ist so halb aufgesprungen. War dann so einen halben Zentimeter offen und ein Riss so halb rum. Also kaputt. Genau, und dadurch hast du halt dann das Getriebeöl auf die Kupplung und dann kommt das Getriebeöl aus der Kupplung raus. Und das sieht so ähnlich aus jetzt gerade. Ob es das ist, weiß ich nicht, weil ich hatte nicht solche Geräusche, wie du hast. Ja, ja, klar, klar. Aber das ist ja auch die Frage, wenn dann die Niete abgeht im Getriebe und bewegt sich alles, kann die überall hingehen. Ja, klar. Und das kann jetzt sein, dass, weiß ich nicht. Was also was auch wir jetzt gerade hatten hier ist, hört euch das an? Da, dieses Schleifen. Halt mal die Kamera hin, dann kann man das auch hören. Ich drehe das gerade hier. Und das hört sich an, als wenn das irgendwie von hier kommt. Obwohl. Könnte das Differential sein? Ja, also ich habe nur das Rad gedreht die ganze Zeit. Und trotzdem dreht sich das andere Rad absolut gar nicht mit. Ne? Muss die andere Seite drehen, ne? Ja, wenn es gesperrt wäre. Nee, andersrum. Nee, gesperrt wäre Gleichlauf und offen wäre andere Richtung, glaube ich. Ja, da gibt es irgendwie ein Ding für. Du siehst, dass ein ganz kleines bisschen was passiert. Oder hat es gerade? Ja, da. So, wenn es bockert. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber eigentlich sollte. Jetzt mal ist es ein bisschen da. Aber eigentlich ist es auch mehr. Ja. Ah, ich geh mir runter. Also. So, als nächstes. Haben sie auf dem Kniet. Ja, du kannst dich auf die Schuhe setzen auch, wenn du willst. Nee, sitzt uns kacke, das dauert noch mehr. Ja, wir haben keinen Zeitdruck oder so, ne? Wir müssen uns nicht heute bewegen. Ja, aber man muss ja nicht auch schlafen. Das stimmt wohl. Ja, aber wir haben was schon. Was wir unterwegs machen, also was man da eigentlich in der Regel am einfachsten macht, um das Getriebe bei so einem VW. Golf oder A3 oder Polo oder so rauszunehmen. Passat glaube ich auch noch, ne? Ja, Passat, ja, kommt drauf an, ob der Allrad ist oder nicht. Nee. Aber ist halt Motorschütze unten ab, unten erstmal Antriebswelle raus auf der Getriebeseite. Dann alles so was im Weg ist, abschrauben, ne? Losschrauben, Anlasser und solche Sachen. Und dann halt von oben
alles andere weitere abmachen. Alles, was am Getriebe glaube dran ist, quasi abbauen. Genau, ja. Batterie raus und so weiter. Hm. Und dann setzt du, hängst du den Motor auf dem Motorbrücke. Mit der Motorbrücke hängst du den Motor auf und dann lässt du den halt runter, dass der quasi so hängt. Und dann kannst du die letzten Schrauben, meistens machen wir so, dass man oben eine Schraube und eine Schraube noch übrig hat. Und dann lässt du die beiden draußen, dann wackelst du so ein bisschen hin und her und ziehst das Getriebe raus, schwenkst es dann nach unten raus. Ja, es klingt immer so einfach, aber Getriebe rausmachen ist nicht so einfach. Ja, das ist, mit der Bühne ist es auf jeden Fall, also ohne Bühne ist das eine Höllenjob. Auf jeden Fall. Mit Bühne. Hab ich 3 oder 4 Mal jetzt gemacht beim E36, aber. Ah, guck mal. Ja, jetzt geht's mehr. Jetzt dreht sich hier. Jetzt gar nicht. Naja, wir bauen mal hier alles Mögliche ab und dann gucken wir mal, was unser Golfi hier so sagt. Ist schon fast ab. Ich wollte eigentlich Licht machen, aber hinten, da. Ne, hier, pack den da drauf, den Akku. So, dann nehmen wir einfach den hier. Akkustation. Ja, ich weiß nicht. Akkustation, warte. Hast du nicht mal 3? Ja, ich hab den großen Akku, aber ich weiß nicht, wo er ist. Du bist bestimmt an der Seite hier in der Tür. Noch. Ja? Ja, aber ich hab doch hier einen. Ja, für die Lampe, damit die hier ewig leuchtet. Ja, den, nein, ist doch scheißegal. Das kann ich mir vor, das hat mal drauf vorne. Na, toll, ist auch tot. Ja, kannst du ihn gleich auch da. Aber lass ihn so lange noch hier, vielleicht haben wir noch ein bisschen. Aber der hier ist voll. So. Ja, der ist voll. So. Ja, ist quasi alles ab. Ja, wir haben jetzt Anlasser rausgeschraubt, haben hier Stromleitungen, ne, Massekabel abgemacht, hier das da. Genau, das hast du noch gemacht, ne? Ja. Haben das Schaltgestänge schon mal abgemacht. Ja, hinten. Alles Mögliche, was hier oben dran ist, haben wir hier abgemacht. Genau, haben die schon mal alle gelöst. Also nur halt einmal angeknackt. Ja, die eine ist jetzt ein bisschen loser als die andere, aber ist ja egal. Ja. Die haben wir alle einmal gelöst, damit wir die gleich schön für abkriegen können. Ja, das ist ein 10,9er Schrauben, steht drauf. 10,9. Ja, das ist die Festigkeit der Schraube. Ja, genau. Ja, wollte ich nochmal erwähnen, Klugscheißern. Nein, das ist eine 10,9 mm Rollschüssel. Ja. Wenn du keine Gewindespreizung, ne? Wenn du 11er hast, geht nicht. Ja, aber es ist Gewindespreizung. Mhm, genau. So, wir haben auch schon die Glocke oben abgelöst, die Schrauben. Ja. Antriebswelle habe ich auf der Seite gelöst. Genau, jetzt machen wir quasi schon mal den Motorbrücke. Motorbrücke drauf, dass sie schon mal dran ist. Und dann müssen wir von unten quasi einmal die Antriebswelle für die Seite auch noch lösen vom Getriebe, also vom Differential. Ja. Dann nehmen wir die Antriebswelle komplett raus. Ja, pass auf, da brauchen wir gar nicht erzählen, zeigen wir gleich. Genau. Aber was wir jetzt halt schon gemacht haben, ist halt quasi das hier. Dann machen wir so Auto hoch, Getriebe raus. Okay, Getriebe kommt raus. Ich hab voll richtig geguckt. Hast du voll reingeguckt? Ja. Okay. Muss ich das jetzt festhalten? So. Oder du, pass auf, irgendwie, wir müssen es jetzt so machen, dass einer hier hält quasi. Ja. Und der andere hier mit so hält quasi. Okay, was soll ich machen? Ja, entweder hältst du hier dagegen und fängst dich an zu rütteln und ziehst es dann. Oder du hältst so quasi. Was ist schwerer? Beide Seiten. Ja, dieser. Du hältst unten, ich wackel unten. Ja, oder so. Ja, musst du aber auch hier schauen. Okay. Halt mal gleichzeitig hier gegen. Sonst rutscht das runter. Könnte es runterrutschen. Raus. So, jetzt musst du ziehen und wackeln dabei. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir. Ja, ich glaube so. Ja, ist ja krass. Kipp mal nach unten bei dir. Ja. Zieh mal gleichzeitig ein bisschen. Irgendwo dran. Halt! Halt's gut fest. Ja, ja. Hier ist nämlich jetzt hier bei meiner Lippe drüber. So, ja. Runtergeben. Den Weg nur oben rechts, genau. Ja. Muss ich dann nicht den Boden kaputt machen? So, halt meinen Finger kaputt. Oh ja. Getriebe raus. Und das sieht schon so aus. Guck mal da. Ja, da hast du deinen Getriebeschaden. So, ich vermute jetzt einfach mal, dass das wieder mal eine Niete war, die abgerissen ist und sich dann sich einen Weg gebahnt hat mit den Umdrehungen und irgendwo gegengeschlagen ist. Und bei mir, in meinem Getriebe war das halt so, dass dieser Deckel, davon habe ich vorher eben gesprochen, dass dieser Deckel bei mir war der hier eingerissen, hier war ein Loch, ja. Und dann ging der Riss so, sag mal rum, du konntest später mit dem Schraubendreher zwischengehen und Pop machen, weil das so sehr im Arsch schon war. Obwohl das eigentlich ein Gussteil ist. Okay, und das erklärt natürlich aber auch das ganze Öl hier. Und guck mal, da ist auch noch ein Stückchen. Ja, da ist auch noch ein Stück. Oh. So.
So, das erklärt natürlich das Ganze. Natürlich, du hast jetzt dadurch einen Getriebeölverlust an die Kupplung. Jetzt kannst du die Kupplung noch ausbauen. Wenn du Glück hast, ist die Kupplung in Ordnung. Ja, die wird aber in Ordnung sein, glaube ich. Ja, weil die jetzt getränkt ist in Öl. Ja, ja. So, aber gut, man könnte sie sauber machen. Ne? Die musst du sauber machen, wenn du die noch benutzen willst. So, ihr habt gesehen, was passiert ist. Das Getriebe ist kaputt. Wir haben währenddessen gestreamt. Und ja, Tim und ich haben das erwartet, ne? Hallo. Dass das so kaputt aussieht, ne? Ja, wir haben es erwartet. Vor allen Dingen, du bist wirklich... Das ist irgendwie sowas ist, auf jeden Fall. Ja, also, ich sage das mal so. Wie habe ich eben im Stream gesagt? Gehofft, so erwartet, dass es das ist, aber gehofft, dass es was anderes ist halt, ne? So, aber meine Güte, es ist nicht schlimm. Wir müssen uns ja wahrscheinlich ein neues Getriebe holen. Ich bin aber überlegen, ob das jetzt noch... Ich sag jetzt mal, für mein Winterauto quasi machbar ist. Ich google jetzt gleich mal, was man da für Getriebe holen kann, was da jetzt funktioniert, was da nicht funktioniert. Die Frage ist jetzt halt, wie gesagt, ob oder ob nicht, beziehungsweise, also ob oder ob nicht, stimmt nicht, weil machen werde ich sowieso. Halt irgendwann halt ist jetzt die Frage, aber überhaupt jetzt zum Winter halt noch, ist die Frage. Ich meine, der kann ja hier in der Ecke stehen, das stört ja nicht, aber keine Ahnung. Gut, ich werde jetzt nach Hause fahren, Tim auch. Vielleicht werden wir morgen, also so wie es aussieht, werden wir morgen dann das Getriebe zerlegen und dann mal reingucken, wie weit wir kommen. Wir werden versuchen, das Getriebe zu zerlegen. Was? Wir werden versuchen, das Getriebe zu zerlegen. Außer das Getriebe zerlegt uns, dann zerlegen wir das nicht. Das könnte natürlich sein. Ja, wir werden sehr wahrscheinlich halt ein Livestream in der Zeit. Wir müssen mal gucken, ob das halt so gut klappt, wie wir uns das vorstellen. Dann gucken wir mal. Ja. Schöner Tag heute. Aber wie gesagt, erwartet. Ne? Also wir haben erwartet, dass es kaputt ist. Ja, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, nicht vergessen, kommentieren, liken und natürlich ein Abo. Dankeschön, Tim. Bitte, bitte. Haut rein. Tschüss. Tschüss.